Herzlich willkommen zurück zu Let's Play was anderes. Neues Spiel, neues Glück. Monster Hunter World ist jetzt vor ein paar Tagen released worden. Der nächste Teil der ja doch sehr erfolgreichen Franchise von Capcom. Beziehungsweise released ist nicht ganz richtig. Released wurde das Spiel jetzt tatsächlich schon Anfang des Jahres auf PlayStation und Xbox. Aber jetzt gerade eben war der PC released und dementsprechend, da ich ja halt hauptsächlich PC-Gamer bin, spielen wir jetzt halt einfach Monster Hunter World an. Und wir gucken mal, wie es läuft. Ihr erzählt mir dann, ob ihr es gut findet oder nicht. Und wir gucken mal halt, ob ihr das halt guckt. Und je nachdem spiele ich das dann weiter oder nicht. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal angeboten haben, um mal zu gucken, wie da so eure Stimmung und Meinung zu ist. Weil ich finde das Spiel ultra süß und gerade für Leute, die halt gerne RPGs mögen und halt so looten und grinden und halt Charaktere aufbauen und so, da ist das genau das Richtige für. Apropos Charakter. Ich habe natürlich schon mal angefangen zu spielen halt so. Das hier ist jetzt mein aktueller Charakter, den ich jetzt gerade halt irgendwie mir jetzt halt schon mit meinen Jungs aus dem Clan halt freigespielt habe. Und halt der trägt jetzt schon so ein Knochenset und so weiter. Aber wir fangen jetzt von vorne an, weil es gibt auch eine Story in der ganzen Sache. Und das ist halt eine bestimmte Kampagne, die wir von Anfang an halt durchmachen wollen, damit ihr halt eben auch gut reinkommt. Dementsprechend würde ich sagen, neues Spiel, neues Glück. Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut! Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Monster Hunter World. Ah ja, genau. Es gibt hier so große anthropomorphe Katzen, die verschiedene Dinge tun, unter anderem kochen. Hey, schon gehört? Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an. Seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch? Hey, verrat uns deinen Namen. Das tue ich denn jetzt mal. Das war wirklich gerade sehr komisch. Ihr habt gesehen, da war die Audiospur irgendwie komplett verschoben. Naja, offenbar hat halt hier irgendwie mein Audio-Device wieder irgendwelche spinnerten Sachen gemacht. Jedenfalls bauen wir jetzt einen Charakter zusammen. Und ich würde mir jetzt ja hier mal irgendwie einen Beispielcharakter nehmen. Den finde ich gut. Der sieht aus, als hätte er Erfahrung. So, was nehmen wir für ein Gesicht? Also der Charaktereditor in diesem Spiel ist echt wahnsinnig umfangreich. Ich persönlich bin echt ein wenig überfordert damit. Aber ich will auch gar nicht zu lange jetzt hier irgendwie drin verbringen, weil ich meine, ey, dass ich jetzt hier verschiedene Backen aussuche und Ohrringe aussuche, das ist jetzt nur wirklich nicht so ultra interessant. Ich würde sagen, wir machen einen stark pigmentierten alten Kämpfer. Mit einer geilen Frise. Also geile Frisur ist ja ein Must. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Was nehmen wir für eine Farbe?
Ich würde ja sagen, wir machen es feuerrot. Und dunkel. Sowas. Das gefällt mir gut. Allerdings ist natürlich das Problem, dass dann Augenbrauen und Frisur auch daran passen und der Bart daran passen muss. Weil Bart ist ja nun mal Pflicht. So, wir nehmen auf jeden Fall buschige Augenbrauen. Und dann ja hier so. Ach. Sowas. Was für eine Stirn will ich? Die sieht ganz gut aus. Eher was Ernsthaftes. Dann brauchen wir noch natürlich Augen. Oh. Das sieht aufmerksam aus. Weiter hoch. Na, sowas ist doch ganz gut. Kurze Wimpern. Das sieht ja auch crazy aus. Ich würde ja sagen, wir nehmen halt zu den blauen Haaren so ein dunkles Zyan. Warum ändert der jetzt endlich nur ein Auge? Beide Augen ändern. So. Zack. Okay, dann brauchen wir jetzt noch eine Dosernase. So ein Kolben hier irgendwie. Ah, das sieht doch ganz doserig aus. So, der Mund. Würde ich ja sowas nehmen. Und der Bart. Bart ist wichtig. Natürlich auch halt irgendwie so ein Ding hier, das hat gut funktioniert und natürlich zu dem Typen rechts unten in der Ecke passt. Und der braucht dann jetzt auch wieder hier unseren Special. So, flup. So. Irgendwie passen die Augenbrauen nicht so richtig dazu, ne? Das, nein, die will ich doch bestätigen. So. Die Augenbrauen müssen eigentlich... So. Ah, eigentlich müssen wir noch ein bisschen dunkler. So, machen wir das. Jawohl. So, Make-up. Da bin ich ja immer ein bisschen aufgeschmissen, aber ich glaube halt einfach sowas. Aber das ist ja nicht schlecht. Aber das komplette Gesicht anmalen, genau. Ne, ich glaube, am besten passt tatsächlich sowas hier dazu. Oder sind die unter den Augen? Ne, nehmen wir mal sowas. Schieben es mal noch ein bisschen. Na doch, so. Mehr so und das machen wir dann weiß. Genau. Oder nee, vielleicht mehr so tribal schwarz, oder? Null und Helligkeit ganz dunkel. So. Und wir machen es metallisch. Das finde ich ganz gut. So, mehr Make-up, glaube ich, wäre halt vermessen. Ha! Das gefällt mir. So, was für Unterwäsche ziehen wir an? Ich nehme mal den Standard, was soll's, oder? Na, mit dem kleinen Schwarz macht man nie was falsch. Klack. Stimme.
Füßen. Ja, Typ 14, eindeutig, oder? Wie soll ich jetzt daraus irgendwas... Naja. Anfangsrüstung, was nehmen wir denn? Ah ja, okay. Die habe ich jetzt durch das Pre-Order halt eben auf Steam bekommen. Aber eigentlich will ich ja... Gefällt mir das echt gut. Das Lederset finde ich super. So. So, wie nennen wir den Kollegen denn? Hugo. Genau. So. Und mein Palico ist quasi mein Feliner Begleiter, den ich jetzt auch noch customizen kann. Aber boah, na gut, deswegen ist es nicht ganz so umfangreich. Der sieht so ein bisschen aus, als wäre so ein Hugo mit Läufer. Ah, oh, die ist aber auch cool. Ich glaube, ich nehme die. So. Fellfarbe finde ich schon super. Muster ist auch gut. Augen. Hier so ein bisschen diese Teufelsohren finde ich auch ganz cool eigentlich. So, was kriegt die für einen Schwanz? Och Gott. Ja, komm, ist der Einzige, der irgendwie nicht Standard ist und noch irgendwie nach irgendwas aussieht. So, kriegst auch schwarze Unterwäsche. Oh Gott, nee, das ertrage ich nicht. Nehme ich den. Und die Anfangsrüstung? Gar keine, oder? Doch, der kriegt auch das Lederset. Perfekt. Super. Okidoki, dann sind wir dann soweit. Keine Ahnung. Kurt. Schnurkowitz. Mist. Dann heißt er eben Kurt Schnurko. Ist mir auch recht. So. Das sieht auch ganz gut aus. Lasst uns Monster jagen gehen. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Auf die Top-Auswahl und die Kommission. Ja, offenbar sind wir halt eben hier in so einer Aufbruchsphase und setzen gerade über in die neue Welt. Sag mal, mit einem großen Schiff. Was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Nö. Ist das mein Partner? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, meets me. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl. So, was ist das jetzt?
Tja, da sind wir wohl auf keinen Riff gelaufen, sondern auf ein Monster. Und ja, so groß sind die in diesem Spiel. So, dann gehen wir mal los. So, dann müssen wir jetzt erstmal hier noch die Wand hoch. Oh, hey, du bist es. Sieh mal, was mit dem Schiff passiert ist. Ja, das kann so nicht bleiben. Wir müssen etwas unternehmen. Hier sind wir nicht sicher. Hier entlang. Na gut, wenn du das sagst. Opala. Ich glaube, die fahren ohne uns. Wir müssen hier weg. Ich habe eine Idee. Hier lang. Alter. Pass auf. Opa, da, und auf einmal ist es senkrecht. Ach, shit. Bin ja eh schneller als du. Ist gar nicht, was du willst. Da, das sieht vielleicht ganz gut aus. Jawohl. Ja, sag mal. Und hepp. Godzilla als Vulkan. Also ihr merkt schon, das ist ein bisschen over the top hier. Die neue Welt. Aber geil. Na, jetzt ist langsam Luft raus, ne? Was ist denn das? Man muss dieses Lager aufgeschlagen haben. Dann laufen wir mal hinterher. Huhu. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Hm. Okay. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Hm. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Hm. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Na, machen wir das doch.
Schau mal,